Das noch ein Packen. Ich habe auch gerade alles fertig gepackt. Oh mein Gott. Ich habe ihn noch zubekommen. Ja, wir müssen jetzt um 11 Uhr aus... Hallo? Wir müssen jetzt um 11 Uhr auschecken. Relativ früh. Und wir können halt erst um 16 Uhr bei dem anderen Apartment einchecken, was ein bisschen blöd ist, aber wird prima machen. Und ja, ich glaube, wir chillen jetzt gleich nur in so einen Café rein und arbeiten vielleicht noch was am Laptop oder I don't know, vertreiben uns ein paar Stunden, weil wir halt auch nicht weit kommen mit den Koffern, weil die so schwer sind. Meiner ist gefühlt jetzt auch wieder 2 Kilo schwer. Ich weiß, schwerer. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber mal sehen. Ja, so sieht es gerade aus. Mal gucken, wie weit Hannah ist. Der hier ist. Ich weiß nicht, wie ich das alles da vor meinen Koffer gepackt habe. Guck mal, da gibt es Schultaschen und so noch rein. Das ist schon voll. Ich würde dir sagen, so kannst du bei mir reintun, aber meiner war gerade schon so voll. Ich hab schon. Du musst das ja irgendwie auch mit nach Hause nehmen können. Aber das Wetter ist auch so schön. Leute, ich will gerade nichts sagen, ne? Wir sitzen hier mit unseren Koffern, da und hier. Und uns ist gerade aufgefallen, gerade vor ein paar Sekunden, dass wir hätten morgen auschecken und morgen erst einchecken sollen. Was sagst du dazu? Wir sind beide gleich verpeilt, also wirklich. Wir waren es die ganze Zeit so sicher, Mittwoch müssen wir raus. Mittwoch müssen wir raus. Scheiße. Also das war ganz gut, aber ich habe mich irgendwie voll überschätzt. Das hier war nicht gut. Da war Thymian drin. Wir hassen beide Thymian. Ja, aber stand auch nicht auf der Karte drauf. Ja. Ja, Leute. Von mir kennt ihr es ja schon, aber ich... Heidi hat geschrieben, dass wir heute schon einchecken. Oh. Okay, also wir sind nicht obdachlos. Aber um 16 Uhr erst. Das bedeutet, wir sind noch 4 Stunden hier. Wir sind so lost, oh mein Gott, Halleluja. Wir sind halt wirklich sehr lost. Wir haben uns... wir haben den Schlüssel wieder. Wir haben Gott sei Dank, wir haben echt Glück, dass alle Leute so nett sind. Ja, okay, aber wir haben auch noch den Nacht bezahlt. Ja, okay, ja, trotzdem. Ja, yeah, we are back in the apartment. Yay. Und wir stellen jetzt die Sachen hier ab und dann gehen wir noch ein bisschen in die City, oder? Ja. Das ist das Leben von zwei Verpeilten. Also, das sowas ist mir auch noch nie passiert. Wir chillen jetzt hier gerade noch ein bisschen und wir gehen, ich glaube, wir gehen gleich noch in die Stadt. Ja. Ich zeig keine die Stadt. Ich habe echt ganz ehrlich, ne? Also, es gibt, glaube ich, einmal da, wo ich immer war, wo ich auch mal gefilmt hatte, als ich hier war. Ich weiß nicht, ob das Barcelona Stadt ist oder da, wo wir waren. Bei der Casa Butler, ob das die Stadt ist oder. I don't know. Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es ist alles irgendwie Stadt. Also da gibt es überall Geschäfte, also es ist Stadt. We live in cities you'll never see on screen. Banana.
mein Gott, Leute, wir sind hier gerade angekommen. Bitte, wie schön ist das? Und wir haben ja auch direkt eine Bar. Hallo? Living a drink. Ich will nicht so eine Schuhe nass werden. Und dann bin ich so ganz schnell weggerannt. Und dann bin ich richtig auf die Fresse geflogen. Und Hannah hat's gefilmt. Aua! Ich hab's nicht mit Absicht gefilmt. Aber richtig perfekt auch noch, ey. Das ist richtig. Ja. Yeah. We love it. Das ist jetzt so, weil die zwei wäre ja saugut. Lost schon aus, aber hey, we don't care. Oh mein Gott. Ich muss meine Software. Aber. Hello, friends. Ich habe gut geschlafen, außer dass ich mit meinem Nacken vollkommen falsch gelegen habe. Aber ich sehe echt fertig aus. Okay, Leute, ich gebe euch hier kurz eine kleine Roomtour. Also, man kommt hier so rein und dann ist hier einmal die Küche. Die ist eigentlich perfekt ausgestattet. Wir haben hier alles, ist echt sehr cute. Und dann ist es direkt die Wohnung. Hier ist ein Zimmer. Einmal so. Und dann ist hier eine kleine Couch und ein Fernseher. Auch gut, wenn wir ihn wahrscheinlich nicht benutzen. Ist auch so cute. Und dann ist hier so die Essgegend. Der Esstisch und so. Wow, diese Beschreibung. Und es ist so cute noch mit dieser Bank. Und oh mein Gott. Und dann ist hier auch noch ein Bereich, wo wir hier noch so einen Sessel haben und auch noch eine Couch. Und dann dieser Ausblick. Oh mein Gott. Es ist so schön. Und hier ist übrigens noch ein Zimmer. Und das hat sogar ein Fenster, wo man auch so aufs Meer schauen kann. Und es ist einfach unfassbar schön. Ich bin so dankbar, hier zu sein. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to be 21, which is still literally like a child. Like I still am like prepubescent. Like I. Okay, Leute, wir haben es gerade fertig gemacht und gehen jetzt noch was einkaufen, weil der gestern der war ein bisschen kleiner Supermarkt und jetzt fahren wir mal zu einem etwas größeren, oder der ist glaube ich hier in der Nähe so der größte Supermarkt. Das ist Carrefour, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber da machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. War schon fresh, ne? Ja. Scheiße. Hallo, Mama. Ja, perfekt. Finally. Das ist auch so ein spanisches Ding. A lot. Okay, Leute, wir haben jetzt alles. Wir hatten uns eigentlich Tüten gekauft, aber wir haben sie vergessen. Ich habe sie noch rausgelegt und habe sie vergessen. Aber egal. Egal, aber jetzt haben wir schon ein Taxi bestellt und der kommt auch gleich in einer Minute, I don't know. Und mal sehen, ob wir diesmal ein bisschen besser eingekauft haben. Wir waren erfolgreich, würde ich sagen. Hier Brot, Bagels. Die Bagels sind so gut, oh mein Gott, Leute. Die waren so gut. Deswegen haben wir die noch gekauft. Seaweed. Wir beide lieben Seaweed. Das ist einfach, sowas von nice. Dann haben wir noch eine Flosse für whatever. Braucht man immer. Und oh mein Gott, die sieht so gut aus. Ich finde, die sieht so cute aus, diese Erdnussbutter. Ja, also sie sieht schon mal auf jeden Fall nice aus. Ich glaube, da kann man nicht so falsch machen. Dann so richtig große Jumbo-Pads. Wollen wir die auch noch in den Kühlschrank tun? Ja, oder? Ja, auch doch. Und wir haben echt. Okay, ich glaube, das wird eigentlich schon reichen. Ich kann das mal tun.
Yay. Sieht irgendwie voll, also sieht schon voll aus. Sieht healthy aus. Okay, Leute. Wir taste das. Auf. Ja, aber guck mal, irgendwie unten, das hätte ein Ding drin. Wir haben gerade den Mixer geschrottet. Aber ich habe halt auch dieses Versuch gemacht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen stürmig. Crazy hair. Oh Gott, Wie konnten die denn jetzt so fett? Wow, die sind ja richtig fettig. Guck mal bitte. Nein. Das war ein sehr, sehr kurzer Ausflug. Ist irgendwie so ein Sandsturm aufgekommen. I don't know. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Vor allem das Meer nicht. Ja. Egal, dann arbeiten wir jetzt. 12. Oh mein Gott. Wir spielen. Geil. Yeah. Achso, ja, die 8 nehme ich die. Ne. Am Spalt, nein. Das ist ja mega scheiße. 6, ach, die nehme ich aber. Guten Morgen. Wir haben schon den nächsten Tag. Wir haben es schon ein bisschen später. Wir haben jetzt 11:15. Ich habe mich gerade ein bisschen fertig gemacht. Und heute ist es ein bisschen bewölkter, also aber trotzdem voll schön. Und gestern haben wir ehrlich gesagt gar nicht so viel gemacht. Also wir haben halt nur so am Laptop gesessen und haben noch ein bisschen gearbeitet. Und das Wetter ist irgendwie so schnell umgeschlagen. Ich weiß nicht, was das war, ob das ein Schneesturm war oder... Schneesturm. Genau. Das war ein Schneesturm, ganz klar. Haben wir, wie gesagt, ein bisschen gearbeitet. Deswegen, es war ganz entspannt. Aber deswegen habe ich nicht mehr so viel mitgefilmt. Dann haben wir noch ein bisschen Spiele gespielt und... Yes, jetzt machen wir uns Frühstück. Ich habe mir gestern so eine Frucht gekauft. Oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Ich denke mal, das ist eine Frucht. Ich kenne sie nicht, aber she's here. Ja, das ist. Was ist das? Was ist das? Zeig mal. Ich probiere das. Ich denke, man kocht das vielleicht oder so. No. Sie sehen so, man kriegt auch immer nur kleine Teile zu sehen, damit klarzukommen. Aber, aber ich habe es geschafft, Freunde. Ich bin über den Berg rüber. Jetzt endlich wieder über den Berg rüber. Es passieren schöne Dinge im Leben, so. Man muss einfach lernen, damit umzugehen. Wow, das Setup. Ist es durch die Hülle, oder? Oh, maybe ist es echt die Hülle. Oh mein Gott. You're such a brain, wait, I don't know. Ich mach die Hülle ab. Okay. We're both throwing smoke into the night. It's raining and I suppose you need a ride. She said I've got nothing to do, neither do you. This place down the road. I overheard that she was 19. Got a fake ID and a nose ring. Those kind of guys seem to know things better than I do. And I'm dying to figure out what she's hiding. She's ready to go, but she's hiding. I was only fun. I was only falling in love.
Das war ein ganz kurzer Besuch. Wir haben keinen Platz mehr bekommen. Ja. Schade, ich habe mich so gefreut. Egal. Ich hätte wetten können, dass die... Aber für, egal, für morgen haben wir eine Reservation. Ja, aber Reservation. Reservierung. Oder? Ja, okay. Reservation. Oh mein Gott. Reservation. Danke. Oh, peinlich. Und? Ich habe bis jetzt noch nichts bis auf den Teig. Also bis jetzt schmeckt es noch gut. Also heiß. Fühl mich lieb. Ah. Also eigentlich nicht schlecht, aber halt. Cute. Hannah, es sieht halt wie Aesthetic. Ja. Oder meinst du die Mango? Ja, alles. Die Mango. Ey, du Mango, deine Mango. Das ist gar keine Mango. Ist delicious. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Tag. Ich habe mich heute noch fast gar nicht gemeldet, aber wir gehen jetzt an den Strand spazieren. Es ist bewölkt draußen. Tada. Wow, das ist richtig messy, dieser Vlog. Aber ich nehme euch mit. Ja, Kalinichui. Hallo Hannah, wollen Sie zu diesem Vlog was beitragen? Ich trage da schon was bei. Ich mache das jetzt auch einmal. Nehme ich mal bitte nochmal mit meinem Handy auf. Reservierung. Ja. Ich wollte schon Reservation sagen. Ja. Hallo, ist mein Wort. Ich laufe hier fast immer gegen irgendwelche Laternen oder Bäume und Hannah muss sich die ganze Zeit wegziehen. Ja. We back at it again. Das ist Hannahs Essen. Hannah hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt. Hey Leute. Oh, ist das geil. Hey Leute, ich habe jetzt die letzten Tage nicht so viel gefilmt. Einfach weil wir so entspannt haben, gechillt haben und heute ist das Wetter auch wieder super, super gut. Es ist super sonnig und einfach mega schön. Ich habe die ganze Zeit mein Video geschnitten. Es hat Ewigkeiten gedauert. Wir haben gerade Sonntag, by the way. Es hat Ewigkeiten gedauert. Das ist der erste Vlog. Das hier ist ja jetzt der zweite. Also falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch unbedingt an. Ich liebe diesen Vlog. Wir wollen jetzt eigentlich eine Smoothie Bowl essen. Das Problem ist nur, die Smoothie Bowls gibt es nur in der Innenstadt und wir sind ja hier ein bisschen außerhalb. Deswegen überlegen wir gerade, ob wir eine halbe Stunde für eine Smoothie Bowl fahren. Ja. Wir haben Ewigkeit jetzt gearbeitet und keine Lust mehr. Ja, so sieht's aus und ich hoffe, euch geht's gut. Okay, Leute, wir haben uns jetzt entschieden, jetzt in die Stadt zu fahren und der Fahrer steht uns gerade vor der Haustür, deswegen müssen wir auch los. Aber. Hast du eine Maske, Geldbeutel? Ja. Ja. Warte, ich hab mein Handy. Ja, Also, wir fahren jetzt wieder eine halbe Stunde oder so in die Stadt, um jetzt einfach wieder zu Acai Mi zu fahren. Zu gehen, aber hey. Wir haben ein Problem. Ja, wir sitzen jetzt im Taxi und fahren jetzt wohin? Acai and Me, heißt wirklich eine ganz große Sucht. Okay, ich hatte die ja sowieso schon, aber ich habe sie angesteckt. Ja. Ich habe schon so viele probiert und die ist so gut. I was feeling with me, me and my homie sip the Houston. Cars and clothes thought I was winning, you knew I was losing. You told me to wake up. Schaut bestimmt jeder an. Oh mein Gott. Mit dem. Egal. Hannah. Ja. Ich bringe Hannah momentan bei, wie sie einfach darauf scheißt. Aber ich hab. Und ich hab einfach vorhin Bikini-Bilder gemacht im Apartment vor dieser Class. Und auch voll schön geworden. Ich glaube, wenn die jetzt online sind, werden sie hier auf ihrem Gesicht erscheinen. Oder ich setze sie dir einfach. Ja, oder so. Oder ihr schaut bei mir vorbei. Ja, schaut sie mir vorbei. Ich mache aber normalerweise nicht nur so ein Konto. Das kommt jetzt ganz falsch rüber, falls ihr mich nicht kennt. Just do it. Hab ich ja auch gemacht. Ja. Ich bin stolz. Ich entwickle mich jeden Tag weiter. Und hier ist auch eine, die macht die ganze Zeit Sport. Das triggert mich ein bisschen. Und wir essen so nicht. Aber wir supporten das. Ja, wir haben einfach vor ihrer Nase gegessen und sie macht so Sport. Schau, ihr ist so dabei zu. Hast du schlecht? Ja. On my period. Ja, und ich hab. Boah, in 12 Tagen. Nee. Das kann ich nicht mehr. Meine Arbeitszeit. Ja, 8 Tage. Die Uhr tickt. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann habe ich gerade meine Tage. Ja. Also, Hannah möchte jetzt noch in die Sakada Familie. Sakada der Familie. I saw you dancing in
a crowded room. Do it. You look so happy when I'm not with you. Okay, Leute, wir sind gerade bei der Sagrada Familia. There she is. Wir werden aber nicht reingehen, weil es ist zu teuer. Ja, leider. Aber wir waren hier. Ich finde es zum Anbeißen. 10 von 10. Oh Gott, Leute, wir sind gerade bei der Jerry's. Schon geil. Stark, ne? Wir waren kurz im Supermarkt. Ich habe mir Snacks geholt, weil ich habe Bock auf Snacks. Hannah hat sich Kaugummis geholt. Ich dachte, du sagst es. Hab ich nicht gesagt. Denn Hannah hat sich Kaugummis geholt. Ja, jetzt fahren wir nach Hause. Das war der letzte Talk. Ja. War schon ganz okay. Das ist, ja, ich fand es halt auch irgendwie erträglich mit ihr. Traue ich es nochmal. Wir wissen eigentlich alle voll. Hey Leute, heute ist Abreisetag. Ich bin schon fertig. Es ist draußen noch dunkel. Einigermaßen. Wir haben 7.11 Uhr. Das ist nicht meine Zeit. Das ist keine humane Zeit. Das finde ich nicht gut. Das erinnert mich an Schule und das. Ich habe meinen Koffer fertig gepackt. Sieht toll aus und Hannah ist auch gleich fertig. Dann wollten wir so um 8 Uhr am Flughafen sein. Ich kann mich immer noch nicht einchecken, was ich extrem toll finde. Aber mal sehen. Ach, ich hasse das vor Ort zu machen. Das ist dann immer noch so lästig. Naja, egal. Ich will mir jetzt mal nicht beschweren. Ne? Ich habe geguckt, der Flug, also der existiert so. Well, aber es geht ja noch, oder? Also, es wird nicht weniger als letztes Mal. Oh, okay. Ist auch nicht mehr feierlich hier. Aber es ist zu. Oh, das sieht. Oh, guck mal. Zum Sonnenaufgang? Ja, guck mal, voll crazy. Oh, die riecht. Oh mein Gott. Oh. Also, wir haben jetzt das Taxi bestellt. Wir müssen jetzt diese fetten Dinger da. Die da. Da, das da und halt auch das da. Ja, okay, aber meins wiegt 35 Kilo. Ja, und ja, das ist jetzt der letzte Moment in diesem wunderschönen Apartment. Das war echt schön hier. Wollen wir mal ein bisschen heulen für, ja, für den Vlog? Muss jetzt so machen, so. Wir kamen einfach gerade nicht raus. Oh mein Gott, das ist so platziert. Und da muss ich die Tür aufbrechen. Auch cool. Ne, wo sind wir draußen? Jetzt sind wir weggefahren. Heidi. Nein, aber die Türen sind nicht kaputt. Ja, nee. Irgendwie hat er aber schon Gewalt angewendet. Gewalt ist keine Lösung. Geht's auf den Weg zum Flughafen. Yay! Hannah ist auch durch. Starbucks. Oh. Was? Ja. Perfekt, thank you. Zeig mir bitte, was da ist. Was machst du? Gut. Ciao. Ja, du auch. Pass auf dich auf und schreib mir, wie du gelandet bist. Ja, zu mir auch. Okay. I could be lonely with you. Tell me, baby, why?